Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es mal nicht um Orchideen. Heute geht es um eine Spülung, die ich euch vorstellen möchte. Thema Haare in Ecto Conditioner. Vegan wohl, steht zumindest drauf. Mit Kokosnussduft. Ich lese einfach mal vor. Hier steht Kokos-Haarspülung. Wir glauben an Natürlichkeit. Wir verwenden keine unnötigen schädlichen Inhaltsstoffe. Wir führen keine Tierversuche durch. Wir sind veganfreundlich. Ja. Begrüßen Sie die extra Portion Feuchtigkeit mit der Inecto Naturals Haarspülung. Anweisung: Nach dem Haare waschen mit Shampoo in das nasse Haar einmassieren und gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Warnhinweis: Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser ausspülen. Ich habe die jetzt eine Weile. Ich hatte die aus dem Internet. Ich kann nicht sagen, wo es die genau gibt. Müsstet ihr einfach mal vielleicht Google fragen. Ich habe die 3-4 Mal probiert. Aber ich bin jetzt nicht ganz so begeistert. Es macht die Haare zwar weicher, aber irgendwie fehlt mir so der Glanz und auch der Geruch. Also zumindest in meinem Haar bleibt der Geruch von Kokosnuss jetzt nicht so lange erhalten, wie ich es mir gerne wünschen würde. Schreibt doch eigentlich einfach mal eure Erfahrungen dazu. Vielleicht habt ihr die auch schon ausprobiert. Schreibt in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch danach sein sollte. Und ja, vielleicht schaut ihr wieder mal rein. Ich habe zahlreiche Themen. Ich würde mich mega freuen und sage hoffentlich bis bald. Tschüss!